Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ranzratte. Und ihr habt mich ja gefragt, warum denn so verdammt nochmal lange kein DayZ kommt. Und ja, es hat folgende Gründe. Also, erstens kann man in diesem Spiel einfach momentan nichts machen, außer looten, laufen, sterben. Oder looten, laufen, töten und dann irgendwann sterben. Und irgendwie ist der Spaßfaktor momentan so ein bisschen, ja, bei null. Nahezu bei null, weil ich habe jetzt ja letztens im Livestream nochmal versucht, ein bisschen DayZ zu zocken. Und da musste ich ungefähr gefühlte 50 Mal auf einen Zombie knüppeln mit der Fire Hatchet, bevor er überhaupt umgefallen ist oder ansatzweise mal angefangen hat, irgendwie zu saften oder so. Und das ist doch dann schon wieder sowas, wo ich mir denke, so, Alter, in der Modifikation funktionieren die verfickten Zombies doch auch. Warum denn jetzt nicht in der scheiß Standalone? Ich meine, man kann doch auch neue Städte implementieren. Warum kann man denn dann nicht mal die Zombies vernünftig machen? Und das ist halt etwas, was total nervt. Ich meine, die Drecksviecher backen immer noch durch den Boden und so. Und ich muss immer mal so ein bisschen gucken, weil ich nicht alleine bin. Auf dem Server, hier sind nämlich komplett 40 Leute drauf. Aber egal, so, weil das Ding ist, halt einfach, es macht halt einfach momentan keinen Bock, DayZ. Weißt du, wird es wenigstens mal ein Fahrrad geben, ey, dass man nicht andauernd die Dreckstrecken laufen muss, wenn es halt nur Sachen gibt, die man halt looten kann, um Leute zu töten, dann, keine Ahnung, vereinfacht doch wenigstens diesen scheiß Weg mit einem verkackten Fahrrad oder sowas. Es ist so nervig, oder ganz ehrlich, ohne Witz, Zelte. Einfach Zelte. Wir brauchen noch nicht mal hier so extrem krasses Crafting oder Base-Building oder irgendwie sowas. Einfach nur mal ein Zelt, wo man sich dann sagen kann, okay, alles klar, auf dem Server werde ich jetzt öfter spielen. Da baue ich mir jetzt ein Zelt auf in dem und dem Waldstück oder so. Und keine Ahnung, da kann ich dann doch immer wieder hingehen, wenn ich was brauche. Weil ich genau weiß, okay, cool, da habe ich meine Sachen. So, dann gäbe es wenigstens mal... Oh, Zombies, ach, scheiß drauf. Dann gäbe es wenigstens mal so einen kleinen Sinn, dieses Spiel überhaupt noch zu spielen, weil momentan ist halt wirklich scheiße. Momentan ist es wirklich scheiße. Hier ist alles leer gelootet, ey. Das habe ich mir echt schon fast gedacht. Jetzt habe ich wieder so eine Missgestalt am Arsch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht lange überleben. Aber egal. So. Ich meine, das Gute ist, in dem Video, wo ich jetzt sage, dass es kein DayZ gab und in der nächsten Zeit auch wohl nicht so wirklich geben wird, kommt ja DayZ. Ja, und ich blute schon wieder. Ja, genau. Guck mal, wie sie mich trifft, ey. Das ist... So, und das ist so ein Grund, wo ich mir jetzt denke, hier. Ich habe eine Axt. Eine verfluchte Axt. Ja. Jetzt kann ich mir schon wieder irgendwas suchen, wo ich mich töte, weil, es bringt einfach nichts. So, seht ihr? Und das ist halt das, was momentan so sehr aufregt. Es hat einfach keinen Sinn. Es hat einfach überhaupt gar keinen Sinn. Die Drecksviecher sind viel zu overpowered. Ja. Also, ich könnte jetzt noch versuchen, mich zu mandagieren oder sowas, aber, bringt ja auch nicht wirklich was, ne? Weil, ich meine, tja. Ich bandagiere mich dann, lauf 3 Meter, da kommt ein Zombie und dann passiert das Gleiche. Also, man kann sie einfach momentan nicht besiegen und, ja. Keine Ahnung. Ich meine, Spielspaß? Nö. Von daher kommen momentan keine DayZ-Videos. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr euch einfach noch ein bisschen geduldet. Tja, vielleicht auf die nächsten Patches wartet oder sowas. Und was eben halt ganz, ganz schlimm ist für einen YouTuber, und ich sag das jetzt nochmal wirklich für alle YouTuber, seien es 10 Abonnenten, 200, 50.000 oder 600.000 oder 2 Millionen. Was? Ja. Es ist furchtbar. Wenn ihr fragt, wann kommt das und das nächste Video. Einfach Geduld haben, abwarten. Es wird schon ein nächstes Video kommen. So. Achso, das Tor kann man jetzt ja auch nicht mehr wirklich aufmachen. Doch, hier. Ja. Oder genau sowas. Warum kann man hier nicht diese Range ein bisschen verändern? Dass, wenn man hier steht, dass man dieses behinderte Tor aufmachen kann. Das sind einfach alles so Kleinigkeiten, die einfach auch in einer scheiß Alpha funktionieren müssten. Meiner Meinung nach. Und, ja, sie tun es aber halt einfach nicht. Es funktioniert einfach überhaupt nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir eventuell wieder die Modifikation installiere. Bevor ich dann jetzt anfange, großartig... Keine Ahnung.
die Standalone-Version zu zocken, aber ne, wieder komplett Arma 2 installieren und so. Bla bla, keine Ahnung. Ja gut, jetzt habt ihr auf jeden Fall den Grund, ihr habt den Grund auch noch gesehen. Ich versuche jetzt nochmal diesen Drecksack hier zu töten. Ja, genau. Das ist auch so ein Witz, dass man jetzt erst, weißt du, so kannst du zum Beispiel gar nicht mehr zuschlagen. Jetzt musst du erst noch vorher die Leertaste drücken und dann erst zuschlagen. Ich meine, okay, Realismus hin oder her, ne? Aber das ist einfach, das dauert einfach viel zu lange im Kampf. Ja. Gut, dann lasse ich mich jetzt hier mal wieder verprügeln, wie immer. Und bis dann, haut rein. Ciao.